Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kingdom Hearts im Final Mix. Im letzten Part haben wir unseren Gummijet aufrüsten lassen, um weiterfliegen zu können zur nächsten Welt. Und wir haben den Herkules Cup abgeschlossen, der uns gelbe Triotechs aktivieren lässt, so wie diese hier. Schieben! Auch das ist wieder kein wirklich sicher verstecktes Schlüsselloch gewesen. Wieso schaffen das so viele Welten nicht? So, wir haben das Schlüsselloch dieser Welt verschlossen. Was uns, glaube ich, immer noch nicht mit dieser Truhe hilft. Nee, tut es leider nicht. Aber was zum Beispiel wichtig ist, um eins der Secret Endings dieses Spiels freizuschalten. Das ist, glaube ich, ja doch, das ist das einzige optionale Schlüsselloch im Spiel. Ach, und ich komme von hier aus nicht auf die Weltkarte. Okay. Ja, und hätten wir das nicht verschlossen, hätten wir uns schon mal ein optionales Ende versperrt. Nichtsdestotrotz geht es natürlich auch darum, alle Triotechs zu aktivieren. Und wir wollen natürlich auch alles einsammeln. Das hat schon noch andere kleine Hilfreichigkeiten, würde ich fast sagen. So. Und nachdem wir auch diese Welt jetzt endlich verschlossen haben und auch in der Arena des Olymps das gelbe Schlüsselloch-Symbol endlich haben, würde ich sagen, ist es Zeit, uns hier in diese ominöse 10-Sterne-Welt aufzumachen. Wir warpen also zum Nimmerland. Apropos, da können wir auch nochmal kurz landen. Ich glaube, die nächste Tür müsste offen sein. Allein der letzte Part war über eine halbe Stunde lang. Also sollte hier definitiv die nächste Tür offen sein. Wir landen also nochmal schnell am Glockenturm, wenn wir schon gerade da sind. So. Und wir gucken uns diese Ladezeit an. Und whoppala. Da freuen uns daran. Was mir übrigens, als ich für das Let's Play aufgenommen, für das Tagebuch aufgenommen habe, noch aufgefallen ist, worauf ich noch gar nicht eingegangen bin, weil es mir auch schlicht und einfach vorhin nicht aufgefallen ist, als ich das getan habe. Wir haben eine Tür geöffnet und daraufhin ist hier an der Uhr dieser Glitzer hier aufgetaucht, der uns so ein bisschen anzeigt, was wir eben schon geöffnet haben und was nicht. Das glaube ich aber nur bei der einen Uhr, weil die anderen bleiben immer auf 12 stehen. Jep, wir haben aber noch nichts übersehen, oder? Nee, passt. Perfekt. Schön. Öffnen wir die nächste Tür. So. Wir können hier glücklicherweise nicht in den Tod stürzen. Wir fangen einfach automatisch an zu fliegen, wenn wir ganz unten landen. Muss aber trotzdem nicht sein. Tür zu 11 Uhr hat sich geöffnet. Ori Halcon erhalten. Das freut mich doch sehr. Ori Halcon nehme ich immer gern. So, und jetzt müsste hier nämlich auch ein zweites Flämmchen aufleuchten. Ja, finde ich sehr praktisch, weil man auf die Weise einfach so ein bisschen auch mitkriegt, welche man sich schon geholt hat und welche nicht. Gerade wenn man dann mal über eine Stunde in der Welt eben ist und hier nicht regelmäßig reinguckt, kann man hier schnell mal was übersehen. Und da ist es ganz nett, dass man hier so einen kleinen Hilfspfad einfach mitbekommt. So. Nee. Vor allen Dingen, weil es später im Spiel gar nicht mehr so einfach sein wird an... Ach, der Savepoint ist ja oben. Hier einfach so problemlos an die Türen ranzukommen. Wir werden noch sehen, wieso. Wir werden definitiv ein paar Türen verpassen am Anfang. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ich glaube nämlich nicht, dass ich das alles so fließend übergehen schaffen werde. Aber wir werden sehen. Jetzt auf jeden Fall mit dem neuen Ori Halcon in unserer Tasche. Und einem bis auf die Zähne bewaffneten Gummijet.
geht's auf zu neuen Welten. Die dramatische Gummijet-Musik spielt. Und alles ist voller Meteoriten. Und da kommen die ersten Gegner. Die ich nicht treffen kann, weil die Laser alle auf die Meteoriten zielen. So, du kommst her. Ihr dürft mir gerne alle eure Baupläne droppen. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. So, einmal hier, einmal da. Navigieren wir hier so ein bisschen durch. Das hier ist übrigens kleiner Fun-Fact, wenn ich mich nicht irre. War die das? Ja, das war. Die schwierigste Gummijet-Passage im Kingdom Hearts Speedrun. Kann man sich vielleicht denken, weil es natürlich eine ist, die sehr spät im Spiel kommt. Wir haben gerade einen Bauchplan gekriegt. Aber Tatsache ist, im Kingdom Hearts Speedrun versucht man natürlich möglichst schnell durch diese Passagen hier drin zu kommen. Deshalb besteht der Gummijet im Speedrun einfach überwiegend nur aus Speedgummis, Speedgummis, Speedgummis. Und dementsprechend zischt man hier mit einem Affenzahn durch. Und natürlich mit wenig HP, weil man ja viel Speed braucht, viele Kapazitäten, um schnell zu sein. Das macht es im Speedrun gar nicht mal so einfach, hier durchzukommen. Oh, ich habe meinen ganzen Laser aufgebraucht. Schade eigentlich. So, Hauptsache wir kriegen hier wieder viele Gummisteine. Meteor-Gummi? Au. Was sehen wir denn da vorne? Das sieht nicht einladend aus. Hollow Bastion. Das heißt nicht einladend. Wir landen aber natürlich trotzdem. Donnerwetter, seht euch das an. Da fließt Wasser aufwärts. Hexerei! Ich kenne diesen Ort. Hollow Bastion, die letzte Zitadelle. Hm, das ist komisch. Ich frage mich, wieso ich in mir diese Wärme spüre, genau hier. Oh nein, Lungenembolie. Ach, du hast nur Sodbrennen. Oder das. Hey, ich meine das ernst. Es tut mir übrigens leid, wenn ich jetzt gerade taktlos rüberkomme. Lungenembolie ist nicht lustig. Gehen wir. Aber das ist mir jetzt gerade so rausgerutscht. Ich entschuldige mich vielmals, falls sich jetzt hier jemand empört fühlen sollte. Ich werde es wieder gut machen, indem ich in diese Blubbel hier hüpfe. Die bringt uns nämlich hier unter Wasser. Und schon sind wir wieder unten im Meer. Und hier gibt's gar nichts. Okay, wir wollen weiter. Wir wollen lieber woanders unten im Meer sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wollen wir in die andere Blubbel hüpfen und da unten im Meer sein? Ich muss mich hier gerade wieder ein bisschen orientieren. Da haben wir gerade eine Truhe gesehen. Die hole ich mir natürlich auch. Ich mag übrigens die Musik in Hollow Bastion ziemlich gerne, muss ich sagen. Ein Engelgummi. Oh. Das ist was Feines. So. Das ist so eine richtig bedrohliche Jetzt geht der Serious Shit los Musik. Eppa. Und Eppa. So, jetzt gibt's aber vor allen Dingen erstmal, bevor der Serious Shit losgeht, so ein bisschen was an Truhen zu sammeln. Komm ich da so rüber? Nee. Also, ich wäre schon rübergekommen, wenn ich jetzt nicht zu spät gesprungen wäre. Vielleicht leitern wir uns da aber trotzdem einfach rüber, weil das einfach ein bisschen leichter geht. So. Da ist nämlich auch eine Truhe. Und in der finden wir 91, 92 und 93 der Dalmatiner-Welten. Jetzt hüpfen wir mal eben in diese Blubbel. Oh, das wollte ich nicht. Rein in die Blubbel. Nein! Ach, Sora. Okay, ich will noch mal gucken, ob die mich woanders hinbringt als die eine da. Ich glaube nämlich tatsächlich ja. Von hier loshüpfe, sollte ich auch reinkommen. Ja. Rein in die Blubbel und die bringt uns auch einfach nur da unten. Okay, das hat sich gelohnt. Einmal bitte wieder nach oben. Ach ja, das geht ja automatisch. Gut, damit hätten wir auch das geklärt.
Und damit hopsen wir hier rüber. Und darüber. Und dort rüber. Und dann wollen wir da nach oben, denn da sehen wir... Nein, 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 nein. Wie ich wieder ganz gen Boden segle. Ich sollte einfach nicht versuchen, von den unteren Plattformen daran zu kommen. Wir haben den Gleiter. Wir sollten ihn auch nutzen. Und da muss ich natürlich... So. Nee, noch nicht. Komm. Ach, na komm schon. So. Da musste ich euch tatsächlich leider kurz ausblenden. Weil mein PC wieder meint, irgendwelche Programme öffnen zu müssen. Und das tue ich gar nicht mögen tun. Wenn er das tut und tut. So. Komm ich von hier schon ran? Lieber von hier. Nein! Oh, ich wollte eigentlich. Ich hatte gehofft, ich komme ran, bevor die Cutscene kommt. No vessel. No help from the Heartless. So tell me, how'd you get here? I simply believed. Nothing more to it. When our world fell into darkness, Belle was taken from me. I vowed I would find her again, no matter what the cost. I believed I would find her. So here I am. She must be here. I will have her back! Take her if you can. You finally made it. About time. I've been waiting for you. We've always been rivals, haven't we? You've always pushed me, as I've always pushed you. Riku! But it all ends here. There can't be two Keyblade Masters. What are you talking about? Let the Keyblade choose. It's true, Master! Maleficent was right. You don't have what it takes to save Kairi. It's up to me. Only the Keyblade Master can open the secret door and change the world. But that's impossible. How did this happen? I'm the one who fought my way here with the Keyblade! You were just the delivery boy. Sorry. Your part's over now. Here. Go play hero with this. Goofy, let's go. We have to remember our mission. Oh, well, I know the king told us to follow the key and all, but... Sora? Sorry. Hey, don't move! You're hurt! Why? Why did you... you come here? I came... to fight for Belle. And though I am on my own, I will fight! I won't leave without her. That's why I'm here. Me too. I'm not gonna give up now. I came here to find someone very important to me.
Da haben uns die beiden einfach da flacken lassen. Biest, ab jetzt bist du meine neuen Donald und Goofy. Aber ich kann nicht quaken. Ist egal, das kriegst du schon hin. Das bringen wir dir schon noch bei. So, und Riku? Zu allem Überfluss hat unser Schlüsselschwert weggenommen. Das heißt, wir haben jetzt nur noch ein Holzschwert. Wie man hier schön sieht, Übungsschwert aus Holz. Und wir können es auch nicht wechseln. So, wir tun natürlich das, was wir vernünftigerweise immer als erstes tun. Huch. Wir nehmen Beast alle seine Items weg. Ich bin gerade übrigens unsicher. Habe ich noch Zugriff auf meine Abilities? Ja, wenigstens das. Das heißt, wir können noch gleitern. Ich war mir gerade unsicher. Damit hopsen wir erstmal hier drauf. Kommen wir nämlich darüber. Und kriegen ein feiner Elixier. Und dann kommen wir jetzt auch darüber. Und bekommen einen Eisrachring. Den brauche ich jetzt gar nicht so unbedingt. So, hopf. Gehen wir mal hier in diese Blubbel rein. Irgendwo war hier noch eine Truhe. Ich weiß es. Da ist sie doch. Ein Meteogummi. Sehr schön. So, jetzt warten wir wieder kurz, bis wir nach oben geblubbelt werden. Und jetzt dürfen wir den ganzen Weg nochmal hochhopsen. Was wir auch so gleich tun werden. Der findige Zuschauer hat natürlich schon längst begriffen, dass das Schlüsselschwert unserer Macht gegen die Herzlosen ist. Und kann sich jetzt natürlich denken, dass wir etwas Probleme im Kampf gegen die Herzlosen haben, so ganz ohne Schlüsselschwert. Unten, glaube ich, war nichts mehr. Nee, nee. Das passt alles. Ja. Genau so ist es im Endeffekt auch. Werden wir jetzt dann gleich sehen. Falls wir nochmal auf Herzlose stoßen sollten. Wir wollen es nicht hoffen. Wehrlos und mit einem Holzschwert bewaffnet, wie wir gerade sind. Aber wir haben Beast. Unseren guten Kumpel Beast. Unser Kumpel Beast. Das biestigste Kumpel Beast überhaupt. Und ich bin gerade sogar ganz zufrieden mit seinen Abilities. Das können wir so lassen. So. Und hier ist leider der Weg zu Ende. Nee, natürlich nicht. Gibt ja zum Glück hier schwebende, unsichtbare Fahrstühle. Also der Fahrstuhl ist nicht unsichtbar, aber das Auftauchen des Fahrstuhls ist unsichtbar. So. Und jetzt bin ich gerade überlegen, wollen wir als erstes da lang und treffen auf neue Herzlose. Denen wir keinen Schaden machen. Weil wegen Holzschwert. Ja. Aus irgendeinem Grund kann das Biest die Herzlosen sehr wohl attackieren. Vielleicht hat es Schlüsselschwertfragmente in den Klauen, die es ihm erlauben, die Herzlosen zu bekämpfen. Unser Holzschwert allerdings hat diese nicht zu bieten. Ich bin gerade... Kann ich noch Magie wirken? Ja. Das ist schön. Au. Magie geht noch und ich sollte weg von dem bleiben. Beast, würdest du den bitte erledigen? Ich glaube, hier gehen wir später vorbei. Wir haben eh gerade kurz gesehen, dass diese Tür verschlossen ist. Ich war mir bloß nicht unsicher, ob ich erst versuchen muss, sie zu öffnen. Oder ob wir einfach gleich hier durchgehen. Ah, das geht von selbst auf. Praktisch, praktisch. So, dann wollen wir das hier einmal untersuchen. Das aktiviert uns nämlich hier ein paar Fahrstühle. Das können wir, glaube ich, auch nicht mehr deaktivieren. Genau, keine Reaktion. Und dann wollen wir diesen Fahrstuhl hier aktivieren. Willkommen übrigens in der Welt des Chaos, dem schrecklichen Labyrinth, welches die Festung von Hollow Bastion ist. Oder wie ich es auch gerne nenne, das Ding mit den 10 Trilliarden Fahrstühlen, die in 11 Trilliarden Räume führen. Einfach so, ich weiß auch nicht, wie ich auf den Namen komme. So, und wir wollen diese Blubbel hier einmal benutzen. Nein, wollen wir nicht. Ich wollte die andere Blubbel benutzen. Egal, wir müssen eh wieder zurück. Benutzen wir halt erst diese Blubbel. So, und hier haben wir einen Speicherpunkt der speichernden Speicherung. Und wie man jetzt hier auch übrigens gut sieht, wir können im Moment nicht in den Gummijet einsteigen. Donald und Goofy haben uns auch unseren Fluchtweg beraubt. Das heißt, sie haben Sora jetzt im Endeffekt ohne Aussicht, diese Welt nochmal zu verlassen, einfach irgendwo auf so einer schwebenden Plattform im Nichts den Herzlosen überlassen.
Wir möchten uns kurz mal darüber bewusst werden, dass Donald und Goofy Sora jetzt echt einfach den Herzlosen überlassen hätten. Er kommt nicht mehr weg, er kann sich nicht mehr verteidigen und die beiden hauen einfach ab. Die konnten ja nicht wissen, dass es Beast soweit noch gut geht. Gut genug zum Kämpfen zumindest. So, und wir möchten einmal bitten. Ich bitte um das Einhauen dieser Wand. Danke, Beast. Du bist mein bestes Kumpelbeast auf der ganzen Kumpelbeast-Welt. Ich weiß gar nicht, wieso ich vorher meine Zeit immer mit Enten und Hunden verbracht habe. Biester, das sind treue Freunde. Und wir blubbeln uns hier weiter durch die Gegend. Und wir können auch hier das Biest einmal um das Einreißen dieser Wand bitten. Und können den Kerker betreten, der voller Herzloser ist. Und eine blaue Triotech. Nicht mal die Zeit, um mir mit der zu helfen, habt ihr euch noch genommen. Oh, Ultima-Gummi. Schade, dass wir keinen Gummijet mehr haben, an dem wir es anbringen können. Oh, Blitzgar-Gummi. Schade, dass wir keinen Gummijet mehr haben, an dem wir es anbringen können. So, zurück in den Untergrundkanal. Alleine mit unserem Kumpelbeast. Und sonst keinem. Weil uns unsere Freunde im Stich gelassen haben. Ah, ja, und hier haben wir jetzt ein kleines Schieberätsel, Wandschieberätsel. Wandrätsel mit Schiebungen. Wir haben ja ein Rätsel, aber das werden wir uns erst im nächsten Part angucken. Ich brauche jetzt nämlich ein bisschen Zeit, um den Verrat von Donald und Goofy zu verkraften. Wieso, ihr zwei, wieso? Wenn wir so dastehen, sieht es echt so ein bisschen aus, als würde Beast gerade versuchen, Sora zu attackieren. Wir stellen uns lieber hier so ein bisschen daneben. Hier, unser Kumpel. Beast, wir kriegen das nicht in eine gute Perspektive. Egal. Ah, dann lieber so. Dann guckst du wenigstens auch so ein bisschen in die Kamera. Er guckt halt auf Sora. Er macht sich Sorgen um Sora. Er guckt auf ihn. Er lässt ihn nicht aus den Augen. Was gute Freunde halt tun. Nicht wahr, mein Kumpel Beast? Ja. Und damit hoffe ich, dass dieser Part hier euch gefallen hat und dass ihr dann auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich sag für heute Tschüssikowski, euer Parku.